Eine Sache haben wir jetzt demnächst vor uns, Kirche und Politik zusammen, Kirche und meine Partei und andere. Das ist Proreden. Wir leben in einer bunten, weltoffenen Stadt. Akzeptanz von vielen, vom Fremden, vom anderen, gehört immer zur Metropole, zur Großstadt. Deswegen geht man da aus dem Land in die Großstadt. Schon ganz früher, wenn man was anderes leben wollte, wenn man was Neues kennenlernen wollte, weil es spannend sein wird. Und wem das nicht gefällt, wer davor nur Ängste empfindet, der ist falsch. In der Großstadt muss man das Fremde begrüßen, als Chance sehen. Auch die Probleme, aber eben auch die Chance. Und in einer so bunten Stadt mit vielen Religionen, Kulturen, Meinungen ist es wichtig, dass der liebe Gott auch da ist. Ich möchte keine gottlose Stadt. Ich möchte niemandem Religionsunterricht aufziehen. Freiheit der Religion heißt Freiheit auch von Religion. Aber Freiheit der Religion heißt auch Freiheit zur Religion. Und sie muss ihren wichtigen Platz in unserer Stadt, in unseren Schulen haben. Und deswegen setze ich mich für meine Kolleginnen und Kollegen.